Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Slime Ranger. Ja, das ist jetzt, wie ihr sehen könnt, Version 0.6. Es kam ein großes Update. Das letzte große Update, was vor dem endgültigen Release, also Version 1.0, angekündigt war. Und ja, wie ich schon gesagt habe, wurde jetzt die Wüste hinzugefügt mit neuen Slime, also drei neuen Slime. Es hieß zwar früher noch, dass der Meteor-Slime dazukommen sollte, hat es jetzt aber leider nicht geschafft. Es gab irgendwie Probleme mit dem, das konnte ich also nicht ganz nachvollziehen. Ich hoffe, der kommt noch irgendwann. Ja, wir machen aber erstmal ganz normal weiter. Und ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was optisch geändert. Ich weiß auch nicht, was sich alles geändert hat. Ja, mal gucken, ob wir weiterkommen. Wir brauchen ja jetzt, nachdem wir unsere explosiven Schleime haben und quasi alle Gebiete abgegangen sind, die aktuell abzugehen sind, brauchen wir jetzt erstmal einen neuen Schlüssel. Und dafür habe ich ja jetzt hier das Obst und Gemüse eingesammelt, in der Hoffnung, dass ich damit den einen großen Honigschleim füttern kann, der mir doch hoffentlich bitte dann auch einen Schlüssel geben möge. Okay, am besten fangen wir damit dann einfach mal an. Ich sehe aber gerade, da sind noch ein paar neue, die können wir noch mitnehmen. So, kommt her. Eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, die Herzrübe dürfte ja gar nicht essen, das zählt ja nicht als Obst. Da werden wir es rausfinden. Ah, aber... ja, ich nehme mal die Abkürzung. Theoretisch müsste der Teleporter, den wir freigeschaltet haben, ja zweiseitig funktionieren. Aha. Okay, habe ich wohl falsch verstanden. Nun gut. Wirklich nicht? Hm. Okay, machen wir einfach mal weiter. Wir kennen ja mittlerweile den Weg. Ich nehme am besten noch ein paar Sachen hier mit. Okay, euch wollte ich jetzt zwar nicht mitnehmen. Tschüssi, Kumpel. So. Ja, hier muss ja auch irgendwo der Eingang zur Kristallhöhle sein. Ich dachte eigentlich, die wäre zu. Okay. Aber ich glaube eigentlich, dass wir den Schlüssel brauchen. Ich gehe trotzdem erstmal zurück. Aber hier wollen wir eigentlich hin. Da finden wir dann die neuen Schleime. Ist aber heute wieder ein Gedränge hier. Ja, ja, der altbekannte Weg. So, wieder rauf. Huch, das passiert, wenn man abrutscht. Eigentlich zu dem, was wir dabei haben, selbst wenn er die Herzrüben nicht mag, müsste der Rest ja eigentlich reichen. Explosive Schleim werden wir auch mitnehmen, wenn wir unterwegs drauf finden. Kann ich noch ein paar brauchen. So. Jetzt muss ich nur kurz orientieren, war das das Gebiet hier? Ach, das ist so ein Spielzeug. Das ist, glaube ich, für die Tabis ganz interessant. Oder? Süß. Okay, ich glaube, ein Gebiet weiter müssen wir nach. Ah, 7Z meldet sich. Können wir später uns angucken. Ah, noch ein paar Minzmangos. Ich brauche nicht. Hm? Ach so, ich bin ja voll. Okay. Nee, du willst nicht groß werden. Ihr wollt alle zu mir. Ich finde die Färbung ist toll gemacht. Die Färbung ist nämlich eines der ersten Spiele, die ich selber programmiert habe. Da habe ich auch diese Farbkombi gewählt gehabt. So. Weg mit euch, Freunde. So.
So, und drüben. Ja, letztes bin ich ja genial hier runtergefallen. Ja, da ist er. So, Kumpel. Soweit ich weiß, liebst du Minzmankos. Und da ist er voll. Yay. So. Okay, den Schlüssel dürfen wir haben. Das war unser Hauptziel. Der Rest war optional. Da ging es nicht weiter. Hab ich schon Wasser? Yeah. Komm schon. Yeah. Nieder mit allen Tars. Ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht, aber okay. Habe ich doch jetzt glatt außersehen meinen Explosiven geopfert? Naja, wir finden ja noch ein paar. So, krieg ich hier noch ein bisschen einfacher Wasser? So. Hier will ich den Schlüssel nicht verwenden. Tischbäume. Explosives Kätzchen. Kreis kann wieder. Eine tolle Fähigkeit, die ich besitze. Warum habe ich eigentlich immer so ein Problem, den Weg da hoch zu finden? Komm, 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 sehr schön. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Zack. Nee, ihr seid schon groß. Und vor allem böse. Schaden. Her damit. So. Das ist doch kein Lustbar zu dem. Hast du so? Wunderbar. Ach, das Glückskätzchen. Ich sag doch, wir finden noch genug Explosive. So, der Teleporter ist nur einseitig, ja? Tatsächlich. Hab ich mir nicht eingebildet. Okay. Gehen wir am besten erstmal ins Freigehege und unsere kleinen Explosiven abladen. Hoffentlich bleiben die auch hier eine Weile. Sieht so aus. Okay. Ja, mittlerweile, da das Gebiet aufgemacht wurde, also nicht mit diesen letzten Updates schon länger, besteht natürlich dann leider auch die Möglichkeit, dass sie abhauen. Und hier hätte ich gern. Hast du das eigentlich wieder reingenommen, dass man die Anzeige sehen kann? Nein, schade. Legen wir mal eins so vorsichtig hin. Der Rest wird verfüttert. Hier ist auch nichts dazugekommen.
Aber die brauch ich auch nicht so. Hier, ich mach wieder mehr fangen. Geld macht's toll. So. Na? Warte mal, da könnte aber schon mal ein bisschen gesaugt werden. So, das sieht doch realistischer schon aus. Okay, ich stehe anscheinend wieder durch. So, jetzt ab. Oh, noch schon. Schönen guten Tag, ich möchte bitte einzahlen. Das ist seit 120 Mal für Kirchen. So, gucken wir noch nach, was so kleine Phosphorschleim ist. Kumpel, ich mag dich, aber die Richtung ist gefährlich. Eigentlich weiß ich ja, wie das aussieht, wenn es nicht das erste Mal ist, aber ich bin jedes Mal wieder beeindruckt davon. Ja, auch selber Teleporter erstellen. Ich glaube, das werde ich irgendwann mal auch machen. Wäre wirklich schön, wenn ich jetzt auch meine Slots dafür verwenden könnte, dieselben Sachen noch mal zu haben, aber nein, geht leider nicht. Darum laden wir das jetzt alle einzeln ab. Aber wir können mal schauen, vielleicht können wir uns jetzt schon was kaufen. Gucken wir erstmal nach, so in die Post rein. Zack, schönen guten Tag. Schönen guten Auf Wiedersehen. Schönen guten Auf Wiedersehen. Das ist auch in Deutsch. Okay, schauen wir mal, ob es das gibt. Tja, außer Ausverkaufsschildern nicht viel. Versuchen wir mal den 7Z-Laden, der ist doch auch hier. So, Belohnung, Gurke, Wetterfahne. Ich brauche das Geld für nichts anderes. Her damit. Sound Upgrade. Ich wäre auch schön, wenn da schon der Bastis ist. Fahrt Upgrade. Wahrscheinlich alles nur kosmetische Sachen. Okay, da sind wir jetzt mal preislich raus. Ich dachte aber eigentlich, man bekäme jetzt noch andere Sachen hier. Okay, vielleicht habe ich das anders in Erinnerung. Ist ja doch schon ein bisschen her. Ah, das ist Sound Upgrade. Okay, ich sehe schon. Ach, unsere Uhrzeit sehen wir auch jetzt in 7Z-Level. Okay. Thank you.
Ah, hier stehen auch keine Bäumchen mehr. Pflanzen auch gleich auf dem Rückweg neu an. Das reicht auf jeden Fall. So. Ach ja, die wirtschaftlichen Grundprinzipien. Mache Geld, mache mehr Geld, bring Leute dazu, Geld für dich zu machen. Hier sind es halt keine Leute, sondern kleine Schleimis. So, der steht noch, der steht noch, okay. Ja, man kann eigentlich fast den ganzen Tag damit verbringen, hin und her zu gehen, wie ich gerade merke. Das mache ich lieber nicht künstlich, um jetzt irgendwie die Spannung zu erhöhen. Ich glaube, ich lasse es dann auch erstmal jetzt sein. Wie gesagt, wenn ich das Geld dringend brauchen würde. Gut, was heißt dringend brauchen? Kann es immer genug gebrauchen. Immerhin, der 7Z-Club wird immer teurer. Tja. Achso, das sind noch Färbungen. Okay. Gut. Okay, machen wir uns auf zum neuen Gebiet. Wir wollen doch mal ein bisschen was Neues kennenlernen. Ein Goldner. Ja, ab dem Moment, wo man nicht mehr arm ist, wirken die dann weniger interessant. So. Wir haben den Schlüssel, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir kommen im neuen Bereich. Indigo-Steinbruch. So. Ich möchte die Geschichte euch jetzt, wie gesagt, nicht darstellen. Nee, von dir haben wir genug, dich lassen wir in Frieden. Exklusive können wir noch gebrauchen. So. Ha, meins. Der brauche ich nicht. Ah, hier ist der nächste. Du machst Gemüse. Ja, das kriegt man auch erst mit dem Labor oder mit dem 7Z-Club, bin ich jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Das Queen of the Seen, das sind radioaktive Schleime, die wollte ich gerne haben. Das ist eine der Schleime, die ich hier brauchen wollte. Ja. Wenn die Radioaktivität halt so hoch wird, kriegt man Schaden. Wie das echt eben auch so ist. Leute, ich mag euch auch, aber nicht so sehr. Kommt. Freiheit. Die Radioaktiven möchte ich nämlich gerne mit den Explosiven kreuzen. Da habe ich nämlich zwei gefährliche Schleime quasi zusammengekreuzt, die auch Gemüse mögen. Am besten sauge ich einfach das ein. Ja, und hier gibt es, glaube ich, noch eine Gemüseart. Ich gucke mal, ob ich einigermaßen sicher. Sieht so aus. Slimypedia. Die radioaktiven. Oka Oka, genau. Die bräuchte ich eigentlich. Mir hat letztens jemand gesagt, es gäbe bei denen ein Problem. Die sollen irgendwie nicht so recht wachsen. Ich hoffe einfach, dass das entweder nur für ihn zutraf. Das Lilan hier könnten Oka Oka sein, aber das ist noch nicht reif. Wo war ich? Ach ja, dass es hoffentlich nur für ihn zutraf. Oder wenn es denn wirklich allgemein war, dass dieser Fehler behoben ist. Komm, komm, Jetpack, wo sind die? So.
So. Das sieht sehr wie das Ende von dem Gebiet aus. Ja, da komme ich aber rüber, würde ich sagen. Ha! Davon lassen wir uns nicht abhalten. Wow, okay. Ja, okay, ich merke es ja, ihr seid nicht schwach. Das wollte ich euch auch gar nicht unterstellen. Ha! Geheime Area gefunden. Nee, eigentlich nicht. Sackgasse gefunden. Ich erinnere mich aber sogar, dass irgendwo in der Sackgasse was zu finden war. Aber es kann wohl nicht die gewesen sein. So, was haben wir denn? Überflüssiges Blau. Brauche ich nicht. Viel Spaß da im Wasser. Nee, jetzt sind ich übel kleine. Na, die dritte Schleimwart kommt aber noch, hoffe ich. Okay, das ist das, was ich herstellen möchte. Vielleicht gefährlich, wie man merkt. Okay. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ja, so ungefähr wahrscheinlich. Und gleich bin ich voll, Freunde. Ich bin mir aber sehr sicher, es geht hier noch irgendwo rein. So, die Frage, kam ich von hier? Wir werden es gleich sehen. Sieht sehr hoch aus. Ich glaube also auf Anhieb nein. Da ist eine Kiste. Da kein Ocker-Ocker da drin ist. Okay, von hier kam ich dann wohl doch. Die Dinge kommen aber bekannt vor. Ah, okay, ich bin fast im Kreis gerannt. Ich nehme mich nicht an. Okay, vor uns war ich beim Wasser. Wir müssen uns mal ein bisschen umschauen. Der Abgrund sieht nicht hilfreich aus. Okay. Moment. Bin ich ja doch von hier gekommen. Okay, Kommando zurück, da war ich richtig. Sie haben Post. Ah, okay, ja. So erkenne ich es auch wieder. Ist hier zufällig irgendwo ein Ocker-Ocker? Da wären genau die vier Plätze voll. Du bist eine normale Rübe. Ich muss aber erst sagen, so richtig Lust, mich daneben zu stellen, bis da mal einer rauskommt irgendwo. Hab ich jetzt aber auch nicht. Okay. Nee, oh, Hirschenwand finde ich eine. Eigentlich sie vorstellen, dass gerade die alle gefressen sein sollen. Yay! Yeah. Da haben wir sie doch schon. Aber irgendwo muss es hier noch. Moment, was ist das denn? Die verzwickte Zwiebel. Okay.
Wirklich? Aber da drüben war ich doch auch. Ich bin mir sicher, es gibt hier noch den sogenannten Kristallschleim. Wenn ich mich entsinne, war der in einer Art Lava-Höhle. Gut, ich will jetzt nicht gierig sein. Aber interessieren tut's mich schon. So angestellt? Eigentlich bin ich letztens, dass ich es. Ah! Meine. letztens schnell gefunden hatte. Das da oben ist am Höhleneingang. Oder? So stark. Nein, das ist eine Höhle. So, Explosive. Ich mag euch. Aber ich brauche noch einen Slot frei. Ja! Jetzt wird das langsam so, wie ich es mir wünsche. Wunderschön. Das sind unsere Kristallschleime. Sie sind schön gefährlich, wie man das doch verlangen will. Komm, noch 10 Stück, ihr wisst es genauso wie ich. Dann habe ich nämlich alles, was ich brauche. Die Früchte, die Slimes, die Lebensversicherung. Yay! Ich konnte zeigen, was ich zeigen wollte. Mit ein bisschen suchen. So, jetzt können wir natürlich das ganze Geld, was wir gleich auch kriegen, wieder schön verwenden, um das auszubauen. Okay, ist dein Schleim richtig zerplatzt? Von dir aus kam ich auch irgendwo zum Ausgang. Ich weiß, hab dann unfreiwilligerweise den Ausgang gefunden. Und da war auch das Haar in der Nähe. Ha! Okay, fast Haar. Okay, das war doch nicht richtig okay. Bräuchte ein GPS. Gut, klar, wo ich lang muss, ist dann, wo so ein Steintor angedeutet ist. Ihr könnt natürlich jetzt auch einfach einen Kreis rennen. Irgendwann werde ich es finden. Vielleicht ist das sogar die einfachste Variante aktuell. Bekannterweise führen ja alle Wege nach oben. Aber hier muss auch irgendwo noch ein Schleim sein. Also ein großer. Okay. Ha, da wusste ich. So, da haben wir doch schon wieder zwei. Einer, der uns einen Teleporter geben wird bestimmt, der andere wird uns bestimmt eine Schlüssel geben. Da war mein Jetpack leer. Satz mit X, das war wohl nix. Na gut, versuchen wir es nochmal. Diesmal merke ich mir aber den Weg. Nehme mich selbst, wenn ich renne, Energie leer. Wenn Energie leer, ich Probleme habe mit Jetpack. Ich also lieber aufpassen.
Ach, Mensch. Hey Leute, kennt ihr mich? Ich war gerade schon mal da. Ich bin dieser komische Typ, der euch eingesaugt hat. So, hier ist mein Haar. Ach, ich war da unten vorhin, glaube ich. Da ist ein Bäumchen. Ach, da bist du. Yay! Neues Herzmodul. Kann ich gebrauchen. Nur Mörschis. Da. Hat er wenigstens nur eins. Okay. Okay, ich sehe gerade, der Shop wird aufgefüllt. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Zack, zack, zack und zack. Okay, was brauchen wir jetzt noch? Ja, wir brauchen noch Radioaktive und die andere Frucht. Nee, nur Radis. Was Interessantes gewachsen? Warum stelle ich auch solche seltsamen Fragen? Okay, kein Chatback, kein Chatback. Das heißt, ja, Chatback, aber kein Rennen. Ja, okay, jetzt habe ich hier von den ganzen Dingen. Echt alles schon vermischt? Nee, komm. Wenigstens ein. Da ist noch einer drunter. Nicht. Ich gehe nicht weg, Leute, ehe ich nicht meine Sachen bekommen habe. So. Denn das jetzt? Merke ich mir das? Also so schnell geht es auch wieder nicht. Ja, die ist fertig. Sehr schön. Okay. Grundsätzlich haben wir alles. Ich schätze zwar jetzt noch ein paar mehr Radioaktive drin, aber... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich muss bescheiden sein. Ja, okay, sind wir mal nicht gierig. Die werden ja mit der Zeit noch. Huch, ich bin nicht, wie wir hier sind. So, ich sollte mir merken, dass ich darüber muss.
zweifle langsam daran, ob ich das, was ich gerade gesagt habe, ernst meine. Nee, deswegen, weil es da lang geht. So, zurück mit unserer Beute. Jui. Okay. Da klickst ihr rum, da hupst ihr rum. Machen wir schon ein Lebenshaus. Irgendwie eine schöne Vorstellung. So, wir brauchen ein Gehege für die Kristallschleime. Den weiß ich noch nicht, was die kreuzen. Ich möchte die wahrscheinlich mit einem der neuen kreuzen, aber weiß wie gesagt noch nicht, womit genau. Ursprünglich hatte ich mir gedacht, dass Kristall ein Jägerkreuz, aber da ich schon eine Jägerkreuzung habe und es jetzt drei noch gibt, macht das einfach besser. Ja, kriegt ihr auch. Wenn ich das Geld hätte, aber ihr würdet es bekommen. Eigentlich braucht ihr es sogar. Ich lasse euch nochmal im Inventar, bis ich das geklärt habe. Okay. So, radioaktive Schleime. Zack. Ihr sollt euch bitte mit den Explosiven kreuzen. Jeder, der das Video sieht und denkt, das ist ja eine doofe Idee, kriege ich auch langsam so ein Gefühl. Nein, Scherz beiseite. Hey, das ist noch ein Blut. So schlecht ist die Idee nicht. Wie gesagt, die sind eh gefährlich. Beide machen sich in der Käfighaltung nicht so gut. So. Jetzt muss ich noch schauen. Kristallschleime mochten, glaube ich, diese Ocker-Ockers. Slimes. Kristall. Verzwickte Zwiebel. Ja. Okay. Machen wir doch das Feld für die verzwickten Zwiebeln. Einen Garten. Ja. Nein, damit. Die Ocker-Ocker ist klar, war für die Radioaktiven. So. Setzen wir das mal rein und füttern auch gleich. Catchen. Oh. Hatte ich nicht einen übrig gelassen? Ehrlich nicht? Ganz sicher? Okay. Ja, es tut mir jetzt leid, Leute. Ich muss euch einen mitgebracht. Vielleicht habe ich noch oben eine Verserie gelassen. Mal gucken. Suchen wir eine Herzrübe. Das ist eine Erdbeere quasi. Ja, der Bug ist immer noch da. Hier wachsen hauptsächlich Karotten und nicht die Früchte. Erstaunlich. Ist das nur bei mir so? Okay, für euch besorgen wir später was. Ja, da ist jetzt das Geld, muss ich euch halt zu aufnehmen. Dafür habt ihr ja ordentlich hergestellt. Hoch. Übers Ziel hinaus. Ja.
So. Stellen können. So, Fangnetz. Ja, Sonnenschild brauchen wir nicht. Blutsammler ist ganz hilfreich. Futterautomat. Nee. Finde ich nicht. So, ihr bleibt erstmal in Einzelhaft. So, das wächst. Aber das können wir noch verbessern. Das sollten wir auch. Fruchtbarer Boden. Gekauft. Sprinkler. Nicht. Das ist Luxus. Okay, wie ich die Felder da drüben jetzt erstmal anlege, hole ich erstmal von den Phosphorschleim. Ihr seid aber wild da oben. Hole ich erstmal von den Phosphorschleim noch ein paar Sachen. Okay, brauche ich ein paar Beeren. Gehen? Nee, eigentlich nicht. So. Verzeihung. Okay. Bauen wir dann jetzt noch die letzten Gärten auf. Haben wir eigentlich auch viel geschafft. Tolles, in diesem Gebiet hier gibt es ja ganz besonders viele Explosionen, wollte ich eigentlich nicht sagen. Nein, ganz besonders viele Hühnchen. Die mögen ja die Explosionsschweine. Boah, hab ich denn das gemacht? Quatsch. Oh, noch ein Garten. Das ist nebenbei für mich auch das erste Mal, dass ich das so mache. Na, du stehst ein bisschen zu kritisch, komm. Ich hoffe, dass es eigentlich gut funktioniert. Sieht momentan schon so ein bisschen aus. Ah! Die ersten haben sich auch schon gekreuzt. Sollte ich über den Lebensmittel schon nachdenken? So. Gab es hier noch ein paar Felder? Ja, yeah, gab es. So, das war's. 4 Stück. Okay. Verbessern wir so weit wir können. Du bleibst mal hier. Kaufen. Kaufen. Das nicht. Das ist voll gefährlich. Okay. Scheint aber so hinzuhauen. Wir gucken mal von oben. Scheint es wirklich so zu sein. So, sehen, ob es klappt. Oh, seid ihr schlecht gelaunt? Eigentlich nicht, oder? Hm, okay. Macht mal. Ich sammle irgendwann mal euren Code ein, ja?
So zum Beispiel. Ihr zerstört echt alles. Hier, habt ihr was. So. Ja, wie gesagt, das wird jetzt die Freilandhaltung. Die ist damit fertig. Und kreuzgefährlich auch. Die hat ja schon wieder gelegt. So. Machen wir noch als letztes die Post heute. Vergiss das nächste nicht. Oh, toll. So. Oh, wie edel. Okay. Ja, ich denke, das war für heute genug. Wir haben ja wirklich viel geschafft. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich ein bisschen Geld machen, die Sachen, die wir jetzt gebaut haben, etwas ausbauen. Ja, mein Plan ist, ja, Tungas werde mich darum kümmern. Und ja, dann werden wir uns darum kümmern, das nächste Gebiet zu erobern. Tschüss!